Einen wunderschönen guten Tag und hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr seht schon, ich habe keinen Kameramenschen da, deswegen muss ich das einigermaßen so klären hier mit dieser komischen Tischtennisplatte. Heute geht es darum, mein Motorrad einzuwintern. Ich bin mal gespannt, wie das klappt. Ich habe mir auf jeden Fall schon mal das Bedienhandbuch von KTM zur Seite genommen. Ist mein erstes Mal auf jeden Fall. Ich habe die ganzen Sachen schon vorbestellt, hat ein bisschen gedauert, bis der ganze Krams ankam. Aber ja. Sollte schon funktionieren. Ich würde sagen, fangen wir erstmal an. Was muss getan werden? Wir müssen das Schätzchen waschen. Ja? Dann brauche ich noch. Dann muss ich noch Kraftstoffstabilisierer einfüllen. Ja? Weil wenn das Ding über längere Zeit steht, kann es sein, dass sich da gewisse Ablagerungen im Tank bilden und dass dieser Stabilisierer verhindert die Rückstandsbildung. So, von irgendwelchen Sachen. Eigentlich war es schon im Großen und Ganzen. Ich muss dann noch die Batterie ausbauen, weil. Das Ding ist quasi niegelnagelneu. Ich werde das Ding jetzt einen Monat gefahren. Ölwechsel brauche ich nicht. Bremsflüssigkeitwechsel brauche ich auch nicht. Und da ich das Ding nächstes Jahr direkt vor der Saison zu KTM bringe, wegen der 1000er Untersuchung, ich weiß, ich habe erst 400 irgendwas Kilometer runter, aber dann habe ich das auch hinter mir, hat sich das erledigt. Die werden da zwar nicht viel finden, aber naja, egal. Gucken wir erstmal, was das so wird. Fangen wir erstmal an, das Ding sauber zu machen. So, Maschinchen ist sauber, man sieht ab und zu das Trocknen noch ein bisschen durch. Hier ist auch, außer ein paar Flusen, aber dass sobald es trocken ist, kann man die auch einfach abstreifen. Aber an und für sich bin ich doch begeistert. Es ist nichts mehr dran in dem Teil. Alles sauber, alles schön. So hat man dann gleich ein gutes Gewissen, das Ding weihnachtsgemäß geschenkmäßig zu verpacken. Aber ja, nice Nummer. Als nächstes würde ich sagen, widmen wir uns der Batterie, weil die ist auch nicht gerade unwichtig. Die sollte man über Winter nicht im Fahrzeug lassen und vor allen Dingen nicht angeschlossen lassen. Also kümmere ich mich erstmal darum, wie das geht. Die Sitzbank ist ab. Wichtig, solltet ihr die Batterie ausbauen wollen, achtet darauf, wenn ihr das Ding gerade sauber gemacht habt, so wie ich. Habt ihr hier zwischen. Hier ist das normale Plastik und hier drauf sitzt quasi die Sitzbank. Heißt hier drunter, beziehungsweise hier hatte ich gerade Wasser gehabt. Macht es einfach trocken, ja, weil sonst, wenn ihr da gleich mit irgendwelchen Sachen in Kontakt kommt, kann es Peng machen, beziehungsweise könnt ihr auch Peng machen, wenn es ganz blöd läuft. Und das wollen wir ja nicht. Hier ist die Batterie drunter. Das ist das Motorelektronik-Steuergerät, so wie ich das gerade gelesen habe. Hier ist so eine Art einfach Halterung. Hier hast du so Gummiösen. Die werden da drauf gesteckt, da so. Und hier, einmal da und der, hat man so zwei Schrauben und die müssen wir jetzt erstmal losdrehen, damit wir an die Batterie drankommen. Also würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn das getan ist, weil ich habe gerade erkannt, dass das alleine alles zu machen doch schwieriger ist, als ich dachte mit der Filmerei. Deswegen und ich halt, also wie gesagt, das ist eigentlich mein Stativ für den Tag. Das da. Ja, und da oben sieht man halt einfach nichts. Also sehen wir uns gleich einfach, wenn die Batterie fertig ist. Also beziehungsweise wenn man die Batterie sieht. Bis gleich. Tja, und da ich ein ganz schöner Idiot bin, ja, und natürlich wieder mittendrin vergesse, was ich tue, da ich mich nie ans Skript halte, was ich geschrieben habe, ist das Ding jetzt hier schon fast fertig ausgebaut. Hier seht ihr schon Pluspol und Minuspol. Aber was fehlt, was ich noch gesagt habe, was ich gerne haben möchte im Tank, da sich sonst Ablagerungen bilden. Natürlich der scheiß Kraftstoffbinder, ja, und es reicht nicht aus, den Kraftstoff einfach so einzufüllen, man sollte das Motorrad dann auch ein bisschen dabei laufen lassen. Funktioniert nicht, wenn man die Batterie ausbaut, ja. Heißt, ich kann jetzt alles wieder zusammenbasteln, den Kraftstoffbinder da reinpacken und dann darf ich erst die Batterie ausbauen. Heißt, wir sehen uns gleich wieder. So, Motorrad ist wieder in den Ursprungszustand zurückgestellt. Ihr seht auch schon, ich habe endlich Kameraleute wieder dabei, heißt, wir müssen nicht irgendwie großartig rumexperimentieren. Jetzt widmen wir uns dem
Kraftstoffbinder. Und zwar hieß es im Internet, weil da war irgendwie keine Verpackungsbeschreibung dabei, 25 ml pro 5 Liter Kraftstoff. Da dieses wunderbare Gefährt 13 Liter tankt, oder 12,5, ich bin mir nicht ganz sicher, gehen wir mit 60 ml. So, und dafür haben wir eine Kappe von irgendeinem alten Ding. Ja. Das wird schon passen. Es wurde nämlich wieder fachmännisch gemessen, eingeschätzt und entschieden, dass eine Ladung 30 ml sind. Heißt, zwei davon, dann geht's dem Benzin gut. Und die Kappe nicht ab. Und schütteln vorher vielleicht. Was für schütteln? Du weißt nicht, steht da, musst du ein bisschen durchlesen, was da drauf steht. Ja, da steht Kraftstoffkonservierung. Und trink nicht, sonst bist du tot. da steht nicht drauf, dass du das irgendwie schütteln musst oder so. Also ja, Schaden tut nie. Gut. Ha, hat geklappt. Jetzt ist das Einzige, was man noch tun muss, damit sich der ganze Kraftstoffbinder da verteilt. Lass mal das Ding mal so für 2-3 Minuten laufen und dann sollte das eigentlich gut durch sein. Da man mich dabei nicht versteht, ja, das wird jetzt hier das letzte Mal starten für dieses Jahr sein, danach wird das Teil eingepackt, aber na, wie schon gerade angekündigt, muss ich ja der ganze Binder erstmal noch im Kraftstoff verteilen. Heißt, wir lassen das Ding jetzt 2-3 Minuten laufen. Das tue ich euch auch 10 Sekunden an, aber da man mich eh nicht versteht, werden wir den Punkt halt überspringen. Und mir wurde gerade gesagt, mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe gesagt, das soll sich im Tank durchmischen, aber das ist ja Schwachsinn. Im Tank ist es ja eh schon drin. Heißt, es soll einfach durch die Leitung gespült werden, dass sich das überall so ein bisschen hinverteilt. Ein schönes Geräusch. Gefällt mir sehr gut, aber wie gesagt, damit das nicht hört, werden wir den Punkt jetzt leider überspringen. Das heißt, bis gleich. Kraftstoff ist jetzt fertig. Heißt, wir können uns jetzt der Batterie widmen. Wir nehmen zuerst die Sitzbank ab, danach bauen wir das Motorsteuergerät nicht aus, aber wir packen es an andere Stelle, damit wir an die Batterie drankommen und dann sollte das auch eigentlich seinen geregelten Gang gehen. Heißt, erstmal Sitzbank lösen. Und jetzt haben wir hier unser Motorsteuergerät, das ist hier an diesen Gummidingern befestigt, beziehungsweise nur drauf gesteckt. Das kann man einfach abziehen. So, und dann haben wir hier auch schon diese Ablage, wo das Steuergerät drauf liegt, ist hier mit zwei Torx-Schrauben befestigt und darunter liegt das Objekt der Begierde, und zwar unsere Batterie. Ich hoffe mal, das sieht man gut. Kann man ganz einfach losdaddeln. So. Den Spaß. Und die zweite. Dieses Gestell nimmt man ganz einfach ab, indem man es nach vorne zum Lenkrad schiebt und dann einfach darüber dann wegzieht. Ganz einfach. Und jetzt haben wir hier unsere Batterie. Hierbei sei gesagt, laut Anleitung erst minus abschrauben, dann gucken wir weiter. Jetzt lösen wir zuerst den Minuspol. Minuskabel ist entfernt. Heißt, wir müssen uns jetzt den Pluskabel. Heißt, erst Kappe abziehen. Und das gleiche so gesehen nochmal. Hier sieht man zwei Kabel. Das ist einmal der ABS-Anschluss und einmal der Pluspol von der Batterie. Heißt, Wir schrauben die Schraube locker, ziehen das ABS-Kabel ab, Anschlusskabel ab und danach den Pluspol von der Batterie. Das funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Hoffentlich fällt mir dieses Mal nicht die Mutter da rein. Ab, Mutter sogar auch behalten. Und jetzt kann man die Batterie ganz einfach entfernen.
Und da ist unsere wunderschöne, noch leicht feuchte 12-Volt-Batterie. Die wird dann zwar jetzt im Haus, ist vorteilhafter zu lagern, wurde mir auch öfters gesagt, dass man das halt im Haus lagert, anstatt hier in der kalten Garage, wenn es halt wirklich Winter kommt und man Minusgrade haben sollte, ist das nicht so optimal für die Batterie. Die wird dann im Haus an so ein Batterieladegerät, was aber nicht, also es ist indirekt ein Ladegerät, es beansprucht auch die Batterie so ein bisschen, es gaukelt der Batterie vor zu laufen. Da wird die dann im Haus dran angeschlossen bei schönen dauerhaften 20, 22 Grad. Das ist optimal für die Batterie und ja, das werden wir dann wohl tun. Jetzt geht es darum, das alles wieder so weit zu verpacken, dass man den Sitz drauf tun kann. Dann werden wir den Reifendruck nochmal prüfen, weil es heißt, dass man, wenn das Motorrad ein paar Monate steht, dass man ruhig einen halben Bar mehr auf die Reifen packen muss, damit das nicht platt ist, wenn man das Motorrad wieder rausholen will und fahren will. Und dann wird es auch schon eingepackt und dann war es das auch schon im Großen und Ganzen. Kette habe ich mich jetzt dazu entschieden, weil ich weiß, ihr werdet bestimmt sagen, ey, du hast das sauber gemacht. Den Fett von der Kette ist bestimmt jetzt wieder ab und alles. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Kette zu fetten, wenn ich wieder fahren darf, weil ich muss, um da dran zu kommen, das Motorrad bewegen, das kann ich so schlecht im Stand. Und ich habe auch leider keinen Ständer, wo ich das Motorrad halt komplett aufbocken kann, dass die Räder frei hängen. Heißt, es ist jetzt aktuell echt schwierig. Wir verpacken das Ding jetzt wieder, machen Sitz drauf. Und dann sehen wir uns gleich beim Reifendruck wieder. Aber kleine Planänderung, und zwar haben wir uns dazu entschieden, auch da der Kompressor gerade nicht ready to go ist und wir auch nur noch 13% Akkuleistung haben, kontrollieren wir die Reifen einfach wieder bei der Inbetriebnahme. Jetzt geht es darum, das Motorrad nur noch einzutüten, weil es kann ja immer sein, dass von oben von der Garage mal so ein bisschen Zeug runterrieselt und so und dann auf das frisch gewaschene Motorrad fällt. Es gibt Leute, die sagen, ja, nee, lieber nicht eintüten, da sich dann Wasser bildet und das Kondenswasser dann irgendwie das Motorrad angreift. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber dann ist es halt trotzdem extra geschützt. Ich mache einfach so ein bisschen den Kompromiss dazwischen. Ich tüte die ein und gucke dann mal alle paar Tage so, wie es ist. Und wenn sich so ein bisschen Kondenswasser bildet, mache ich die halt mal für 2-3 Stunden ab und packe dann die Plane halt wieder drauf. So, damit denke ich mal, habe ich allen Leuten einen Gefallen getan. Da das jetzt aber ein bisschen zu anspruchsvoll ist, hier das alleine zu machen, müssen wir die Kamera leider weglegen und ich zeige euch dann einfach das Ergebnis. Also sehen wir uns gleich wieder. Da ist das Endergebnis. Schade, so ein schönes Motorrad unter solch einer Plane zu verstecken. Aber es ist ja nicht für die Ewigkeit. Ja? Wir werden jetzt die 5 Monate tapfer sein und danach im April, nee, Quatsch, im März meine ich natürlich. Im März werden wir das Ding wieder auspacken und es wird genauso wie ein wunderschöner Schmetterling aus seinem Kokon wieder auferstehen. Ich bin mal gespannt, auch wie es so ist mit Wasser und so und allem drum und dran. Ich werde mal in ein paar Tagen gucken gehen. Und ja, ich hoffe einfach, dem Teil passiert nichts in der Zeit. Bei euch bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, ab jetzt würde ich dann wohl in Koch-Content umsteigen. Allein damit halt irgendwas auf dem Kanal passiert und dann jetzt nicht die 5 Monate gar kein Video kommt. Kochen kann ich nicht, beziehungsweise nicht so wirklich. Außer hier mein Reis mit Rührei, aber das ist auch keine Kunst. Und ja, man ist ja immer gewollt, Neues zu lernen. Ich hoffe mal, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hoffe auch mal, euch war das so einigermaßen hilfreich. Ich meine, gut, es war kein Tutorial. Ja, das war von Anfang ab zu sehen, da es auch mein erstes Mal war. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Klar, waren wieder so 2-3 Fails drin gewesen, aber ohne wäre ja auch langweilig. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Konstruktive Kritik immer in die Kommentare, sollte es irgendwas anderes geben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Ansonsten, wenn ihr Bock auf mehr habt, schön den Kanal abonnieren. Und ja, übliche Prozedere, zeigt es euren Freunden, Verwandten, Bekannten, wem auch immer. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim Kochen. Haut rein. Tschüss. I've got a question, if you'd hear me out, out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure. Make no mistake, that we are closer than we're far.